Hallo meine Lieben, ich hoffe euch geht's gut. Ihr fragt euch bestimmt, was ich mit euch jetzt bequatschen will. Okay, einigen von euch ist aufgefallen, dass ab und zu Kommentare fehlen. Dies ist nicht immer meine Schuld. YouTube löscht oftmals beleidigende und diffamierende Wortschriften anderer Nutzer. Ich habe ein anderes Kontrollsystem. Jeder Kommentar findet sich erst einmal in der Überprüfung wieder, bevor er zu sehen ist. Das kommt daher, weil ich unter meinen Videos Frieden haben möchte. Ich akzeptiere grundsätzlich keine persönlichen Angriffe auf mich oder auf einige meiner entzückenden Stammuser, die hier die VIP-Funktion innehaben. Sie sind grundsätzlich liebe und sachliche Menschen mit viel Feingespür für die Wahrheit. Ich liebe sachliche Kommentare. Dies wird übrigens für immer und ewig so weitergeführt und hat nichts mit Faschismus zu tun. Ich möchte einfach nur eine friedliche und nette Atmosphäre unter meinen Videos haben, mehr nicht. In einigen Fällen habe ich auch schon Nutzer sofort in der Überprüfung, tada, verbannt. Meine Videos stellen nämlich keine Quelle für Diffamierung, Quälerei oder sonstige Artikulation dar. Nein, das akzeptiere ich nicht. Wir sind nicht hier im Kindergarten und bei mir können sich auch keine Psychopathen austoben. Das ist absolut ein No-Go. Wenn du oder wenn ihr euch austoben wollt, dann gibt es noch Millionen andere Videobetreiber, die dies sogar forcieren. Ich habe keine kommerzielle oder sonstige Interessenlage. Ich verdiene kein Geld mit meinen Videos, sprich, ich mache das aus reinem Herzen, aus tiefer Liebe und auch aus, ja, aus anderen Interessen, aber nicht finanziell. Ich mache schon seit 2007 Videos in YouTube. Und es ist einfach meine ganz, ganz, ganz große Liebe. Und ich werde sie auch niemals im Stich lassen. Ah, ich liebe es einfach. Aber ich bin nicht harmlos. Nein. Ich blocke und lösche sehr, sehr schnell. Ja. Okay, meine Lieben, ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende und eine schöne Zeit. Ja, bis dann. Tschüss.